So, da sitze ich jetzt hier in der Bahn mit Deadpool, mit einem alienartigen Etwas, mit dem Tatortreiniger und wir fahren zum letzten Tag zur, sagen wir mal, zur Abschlusshalle in der IAE für dieses Jahr. Der letzte Tag ist vorüber, RSI war dran, es bleibt noch eins zu tun, die besten Showskins zu zeigen. Warum guckst du mich so an? Habe ich Push-to-Talk an? Weiß ich nicht. Egal. Es bleibt noch eins, die besten Showskins zu zeigen, die natürlich schon gerüchteweise ihre Runde gemacht haben und leakigerweise, man hat sie schon gesehen auf diversen Bildern, aber ist ja halt trotzdem immer etwas anderes, ob man sie dann live sieht. Und da wollen diese Herren hier und Damen und keine Ahnung wahrscheinlich auch hin. Er bleibt hier hängen. Ich werde irgendwie geschoben, meine Güte. Nun lauf doch mal alle gemächlich. Laufen wir hier hin, als wäre es eine RSI-Veranstaltung. Kann ich helfen? Es ist was passiert. Was ist denn? Notarzt, Ambulanz, Medical Pisces, Pisces Rescue. Wir brauchen eine Pisces Rescue auf dem... Ach, er wird schon wieder hochkommen. Schauen wir mal nach. Oh, schön. So. Jetzt hat mich das komplett aus dem Konzept gebracht. Warum stehen die Leute immer hier drinnen, wenn ich Best in Show... Das ist die Zenithalle. So, lassen Sie mich mal dahin, junge Dame. Fahr mal zur Zenithalle, ja? Das stört sie ja nicht. Wollen wir ein Fazit ziehen? Eine kleine Bilanz? Ach, das machen wir am Ende. Eine kleine Bilanz machen wir am Ende. Jetzt gucken wir uns erstmal die Best-in-Show-Skins an. Das ruckelt immer, wenn er das Gelände lädt. Hoppala. So, da sind wir. So, für Best-in-Show gibt es natürlich keine Videos. Da sind die... Oder? Doch, gibt tatsächlich ein Video. Was sehen wir denn da? Was ist das für ein Video? Sieht noch nach einem RSI-Video von gestern aus, genau. Haben sie einfach drinnen gelassen, ist ja nicht so wild. Jetzt gucken wir mal nach. Oder sind wir in der RSI-Halle? Nee, kann eigentlich nicht die RSI-Halle sein. Doch, es ist die RSI-Halle. Es stimmt noch was nicht. Ich würde sagen, es stimmt noch was nicht. Oder? Ja. Best in Show. Da ist was nicht geladen. Können wir mal kurz in den Chat gucken. Nee. Das ist definitiv noch. Das ist aber auch. Ah, warte mal, der ist bestimmt. Ich habe ja auf einen anderen Dings gedrückt. So, er ist bestimmt hier zur Robert Space Industry Halle gefahren, der vor mir hier drin war. Und ich will ja eigentlich jetzt zur Zenithalle, ne? Ja, ich denke mal, da ist schon einer. Wir meinen. Weil das war definitiv nicht die Zenithalle. Das kann sie nicht gewesen sein, weil da stand halt Robert Space Industries. Und die waren in der Apex-Halle. So. Best in Show. Jetzt sind wir richtig. So. Und bei Best in Show sehen wir... Was sehen wir da? Ein Typ mit einer Zigarre und einer dicken Wumse. Das dürfte die Cutlass Steel sein, die hier einen Auftritt in Jumptown hat. Ja, aber auch nur, solange kein anderes Schiff da ist, ne? Wenn ein anderes Schiff da ist, dann könnte der Auftritt von der Cutlass Steel da etwas anders aussehen. So, Best in Show. Jetzt sind wir da. So, Best in Show, das wisst ihr natürlich längst, sind natürlich die Carrack, die Starrunner, die süße kleine Pisces und die Scorpius. Jetzt gucke ich gerade, wo sind die denn alle? Da. So, also... Und wie wir sehen, es ist natürlich, wie wir erwartet haben, ein roter Skin. Aber nicht nur ein roter Skin, es ist ein Rot-Metallic-Skin. Guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, sieht man das so ein bisschen? Bei der Carrack interessiert mich gleich mal, ist das Cockpit auch eingefärbt? Nee. Oft sind ja die Glasscheiben mit eingefärbt, das sieht mir aber nicht danach aus. Ich setze mich mal in ein Schiff rein, da hat man eine bessere Übersicht. Und ich finde dieses Rot-Metallic... Mit dem Schwarz, das hat was sehr, sehr, sehr Edles. Wo setzen wir uns denn rein? Im Prinzip in die Carrack, oder? Wir müssten uns eigentlich mal in die Carrack reinsetzen. Die hat den höchsten Überblick.
Gucken wir uns mal das Rot Metallic an. Dass das Schöne ist, ja. Nee, warte mal, wo geht denn hier? Da unten? Nee, wo geht denn bei der Carrack? Ich hab vergessen, wo die. Ich bin so lange nicht mehr mit der Carrack geflogen. So, Open Door. So. Skins sind ja immer so eine Sache. Man kann ja Skins für Ingame-Geld kaufen. Also so einfarbige Skins, so Farbtopf-Skins, sage ich mal. Man kann Skins für Echtgeld kaufen im Pledge Store. Oder aber, und das ist jetzt sehr dekadent, man kauft sich einfach irgendwann mal ein Schiff und wartet dann einfach. Also ich habe ja für meine Carrack zum Beispiel keinen einzigen Skin gekauft. Und das gute Stück hat jetzt schon zwei Best-in-Show-Skins gekriegt. Und, na gut, stimmt nicht ganz. Ich habe ja die Expedition-Variante, da ist ja ein Skin drauf. Aber manchmal braucht man gar keinen Skin kaufen, keinen schicken, sondern man wartet einfach. Und, hofft auf Best in Show und schon kriegt man gratis Skins hinterhergeschmissen, was ja einfach ganz cool ist. So, jetzt setzen wir uns mal hin und gucken uns die ganze Geschichte mal an. So, noch ein bisschen raus. Ja, also das, ich finde mal, das hat doch definitiv was, oder? Dieses Wohoho. Ich bitte euch, Baller. Also das hat absolut was. Und wenn ich mal gucke, ist da ein roter... Man sieht es schlecht, weil... Also man sieht schlecht, ob das Cockpit... Also ob die Cockpits... Doch, ich glaube, die sind auch rot. Ich weiß, es ist ein bisschen gruselig, weil der Sound hört immer auf. Jedes Mal, wenn ich... wenn ich hier rauszoome. So, jetzt gucken wir mal... An die Geschichte, ja. Ja, ja, das sieht absolut genial aus. Also, da würde ich mir gerne noch mal ein paar andere Schiffe angucken. So, also die Carrack, da hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Sehr schick gemacht. So, jetzt fahren wir noch mal runter hier. Subdeck bitte. Abwärts. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass die Carrack ein richtig geiles Schiff ist. Ich habe mich ja den ganzen Tag, ich sage euch meine Entscheidung noch mit der Galaxy. Ich habe mich ja den ganzen Tag mit der Galaxy, Galaxy to Galaxy or not to Galaxy rumgeschlagen. Und da habe ich mich natürlich auch mit der Carrack und mit anderen Großschiffen beschäftigt und muss immer wieder feststellen, die Carrack ist so ein geiles Schiff. So, dann haben wir hier natürlich die Pisces. Da haben wir einen Skin. Ich denke mal, dieser Skin könnte man dann auch auf die Medical Pisces packen, weil Skin ist halt Skin, ne? Und das hier ist hier natürlich die normale Pisces und die sieht auch recht hübsch aus. Die ist obendrauf sogar ein bisschen weiß. Darf ich mich da auch mal ein bisschen hinsetzen? Mal ganz kurz gucken. Ja. Show me. Ja. Hat auch was. Hat auch was. Und das Coole ist ja jetzt für alle Besitzer der Pisces und der Carrack, dass die jetzt quasi einen richtig zusammenpassenden Skin haben, ne? Was ja natürlich absolut geil ist, muss man sagen. Deswegen haben ja Carrack-Besitzer im Prinzip die letzte Best-in-Show-Geschichte gefeiert, weil da die Pisces und die Carrack weitergekommen sind. Naja, und das Ding werden wir uns logischerweise dann mal im Flug angucken, weil... Ja, habe ich schon erwähnt, dass er eigentlich mal hier, dass er das Schiff mal mit ausgeklappten Flügeln hinsetzen sollten. Irgendjemand meinte dann, das geht ja gar nicht, dann kann man die nicht renten. Aber das ist doch vollkommen Wumpe, dann packt man da unten ein Display hin, wo man die renten kann. So, mal gucken hier. So, also die Scorpius, die hat natürlich auch hier, oh, das sieht natürlich auch schick aus. Hier vor allem, da es nur an den Flügeln ist und ein rotes Cockpit. Feini fein, eine hübsche. Ja, also man muss einfach nur ein bisschen Glück haben mit dem Best in Show und schon kriegt man so gratis Skins hinterhergefeuert. Das finde ich, ehrlich gesagt, finde ich knorke. Und das ist, glaube ich, der erste Metallic-Skin, ne? Bis jetzt waren das einfach immer nur so einfarbige Skins. Gefällt mir. Und, jetzt gucken wir uns natürlich nochmal die Starrunner an, die witzigerweise auch zwei Skins gekriegt hat, in meinem Fall, also auch zweimal Best in Show geworden ist. Einmal, glaube ich, in Blau, dann in Grün. Nee.
Warum habe ich einen grün gehabt? Ich weiß es nicht. So, müssen wir uns die auch angucken? Eigentlich nicht. Ist auch so ein bisschen. Ach komm, ja, alle guten. Wollen wir die Starrunner nicht unter den Teppich kehren? Auch übrigens ein sehr hübsches Schiff. So. Open the door. Open the door. Open the door. Mein Gott, wie viele Türen hat das Ding? Waren die Sitze schon immer rot? Ist witzig. Okay, das sah ein bisschen komisch aus. So, ich hänge irgendwie unterm Dach. So, da sind wir. Ja, und auch hier sehen wir sehr, sehr schick. Sehr schön metallic. Das hat was, das Ganze. Inklusive roter, ich glaube wieder roter Glasfärbung in den Cockpits. Das steht hier. Muss ich sagen, feine Geschichte. Ja, das sind die Best-in-Show-Skins. Jeder, wie gesagt, der diese vier Schiffe hat. Also Pisces, Glück gehabt. Pisces, Scorpius, das war gruselig. Pisces, Scorpius, Carrick, oder Starrunner, der hat automatisch diesen Skin. Wobei, man muss sagen, der diese Schiffe zum Beginn, zum Zeitpunkt der Best-in-Show-Abstimmung hatte. Wenn er jetzt eins gekauft habt, dann habt ihr die, glaube ich, nicht. Aber man weiß nie, vielleicht ist ja doch so. Außerdem gab es auf der Homepage, wenn wir mal gucken, auch noch ein paar andere Goodies zu kaufen, wenn man denn wollte. Also die gibt es nicht umsonst jetzt, was ich jetzt zeige, sondern... Ja, sondern die kann man auf der Homepage kaufen. Die dazu passenden Waffen und Rüstungen in genau derselben Rot-Metallic-Farbe. Hier zum Beispiel dieses Dingens hier. Das kann man tatsächlich aber auch in-game kaufen. Das heißt, man kann sich die auch hier kaufen und muss die gar nicht für echt Geld kaufen. Das ist ja noch genialer und kostet auch nicht viel. So, dann haben wir hier noch ein... Inklusive Rucksack, glaube ich sogar. Oder was das da hinten dran ist. Galleon, sogar ein Rifle. Was ist das für ein Rifle? Aha, okay. Ein Assault Rifle. Ariel. Cool. Warte mal, das ist Industrial. Rasimov, Security with Humanity. Okay, das scheint Security zu sein. Das ist irgendwas Industrial. Artimax. Keine Ahnung, was das gerade war. Sieht auch cool aus. Das ist quasi so ein Kapuzenanzug. Ein Sniper-Rifle gibt es dazu in Gold und Rot. Oh, das ist schon edel, ne? Also das sind schon, da haben sie sich schon ein bisschen Mühe gegeben. Finde ich lustig, finde ich knuffig. So, SMG, was haben wir da? Ja, das sieht mir sehr industrial aus. Schick. Und mit einem schicken Rucksack. Also das sind schöne Dinger. Was ist das, eine Handgranate oder eine... Nee, das sind auch nicht einfach nur neue Skins drauf auf den Rüstungen. Das scheinen mir wirklich direkt neue entworfen zu sein. Naja, vielleicht das Ding da nicht, aber das hier auf jeden Fall. Ja. Wollen wir uns mal ein paar kaufen hier? Das sieht ganz komisch aus. Der hat den Rucksack an der... Nee, das stimmt was nicht. Oder? Ne, der hat den Rucksack an der Seite kleben. Das kann mir so nicht richtig sein. Was nehmen wir denn mal? Ich finde den hier ganz hübsch, ehrlich gesagt. Dann kaufen wir den mal. Hier, das ist der ATP. Atipöse Helm. Confirm Purchase. So, kaufen wir jetzt mal für... ich habe, glaube ich, genug, ne? Könnte man sagen. Exit. So, haben wir gekauft. Jetzt müssen wir das alles einzeln kaufen, ne? Das ist der Suit. Ich glaube, das ist nur der Suit, oder? Wie, an error has occurred. Gib mir jetzt den Suit. Ich will den anderen Suit kaufen. Nö. Warum geht das nicht? Dann erstmal die Rüstung kaufen. Flight Suit. Kann man das irgendwo auswählen? Da sind die Arme.
Versuche es erstmal mit den Armen. Heavy Armor. 40% Damage Reduce, minus 70 bis 100, das ist schon okay. Ah, okay. Gut, also die Armor haben wir, den Helm haben wir. Das die Banshees noch. The Banshees. The Banshees. Arme Banshees. Und warum komme ich jetzt an den dusseligen Suit nicht heran? Ich will den fucking Suit. Wobei, auf den Suit. Ehrlich gesagt, der Suit, da könnte man auch. Man sieht halt nicht, was da Armor ist und was der Suit ist. Da könnte man auch. Komm, wir probieren den mal an. Wo wir gerade mal. Wir machen mal ein bisschen. Hier, warte mal, den packen wir mal kurz weg. Und das packen wir auch mal kurz weg. Und das packen wir auch mal kurz weg. Das packen wir mal kurz weg. So, und jetzt ziehen wir uns mal nackelig aus. So, jetzt nehmen wir mal einen anderen Suit, der sich gewaschen hat. Das ist sowieso, also bevor wir jetzt hier meckern, der ist sowieso weg, der Suit. Lam und Umbra, Lam und Corvus, keine Ahnung. Der ist sowieso weg, sobald man. Sobald Account Reset ist. So, wir wollen das ADP-Zeug haben. Kann man hier irgendwie. Ich hätte jetzt gesagt, es wird ganz unten aufgelistet, oder? Also ganz. Ich hab zu viel Zeug, sagt jetzt schon erwähnt. Da ist es. Ja. Zack. Und. Zack. Und wo ist die Brustrüstung? Die habe ich noch nicht. Warte mal, ich hab die Brustrüstung noch nicht. Ich mach das jetzt nur mal so exemplarisch, ja? Da ist er. Hat was. Hat definitiv was. Gib mir mal die Brustrüstung von dem Ding, bitte. Ich will die Brustrüstung. Ich will die Brustrüstung haben. Will nicht den anders. Ich will die Brustrüstung. Will. Ja! So. Ich probiere jetzt nochmal den dusseligen anders zu kaufen. Aber das geht nicht. Bin ich zu blöd für. Krieg den anders nicht gekauft. Gut, dann jetzt die Brustrüstung. Schien ja immer ganz unten zu sein, ne? Das da? ADP, jo. So, darf ich vorstellen? Ich im neuen ADP-Suit. Also ich muss nur sagen, das Gesicht sah extrem cool aus. Ich weiß nicht, ob das einfach ein Reskin ist, aber diese Fliegerbrille da oben, die schien mir neu. Also dieses Ding da oben, dieser Mubbel. Also das sieht schon cool aus. Also wer sich hier so ein paar neue coole Sachen hier zulegen will, temporär zumindest, bis zum nächsten Account Reset, der kann hier mal einkaufen gehen. Oder aber wer das Zeug so geil findet, dass er sagt, er will es permanent haben, der kann dafür Geld ausgeben. Und zwar ja, auf der Homepage. So, dann haben wir hier noch Waffen zum Bewaffnen. Ja, die brauchen wir uns ehrlich gesagt nicht angucken. Denken wir alle schon. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch. Was ist das hier? Armor of Mendoren. Wer ist Mendoren? Kylo Ren? Worn by Mendoren, a long time member of the Ninetales, had been tied down, hat Dutzende von Überfällen und Morde im Stanton-System vollführt, bis zur Belagerung von Horizon. Und wer ist das? Ist ja witzig. Gab's das vorher schon? Geh doch mal weg, du Napfsülze. Das ist die Armor of Xenos Threat Commander. Das ist der Xenos Threat Commander, offenbar noch unbekannt. Cool, kann man die auch kaufen? Nein, die kann man nicht kaufen. Wäre aber cool gewesen. Wäre cool gewesen. So, und wer irgendeinen Messetag verpasst hat und sagt, was ist denn das hier? A small new Babbage event rental service that went out of business. What? Das sind die Dinger auf Horizon, oder? Kann das sein? Lass mal drauf rumtippern. So, als Gimmick hätte ich als CGI das so gemacht,
CIG hätte ich jetzt so gemacht, dass ich hier einen Code eingeben kann. Und wenn das der richtige ist, gewinne ich was. Was weiß ich, 10.000. Sind ja nur, wie viele Möglichkeiten? 999. 9.999, also nur 10.000 Möglichkeiten. Einfach alle durchprobieren. So, was ist das? Ach, das ist auch hier Xenos-Red-Stuff, ne? Das ist so eine Xenos-Red-Ausstellung hier. Xenos-Red und Heroes and Mangas, cool. So, und wo war ich stehen geblieben? Wer einer... wer ein Schiff verpasst hat, hier auf den letzten Messetagen und das unbedingt noch Probe fliegen will, bitte sehr. Da, an diesen Dingern hier auf der Messe, da könnt ihr euch sämtliche Schiffe, also ich glaube so alle Schiffe, aber so wirklich so alle, aber so komplett alle nochmal zu Gemüte führen und ausleihen für 0 UEC. Zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel hier, nehmen wir von der RSI Retrieving Data, nehmen wir mal von der RSI mal ganz kurz hier die Constellation Phoenix und sagt, ich will die Phoenix unbedingt ausprobieren, dann geht man da hin und sagt, ey, ich will da bestimmt, ich will da aber, ja, zwei Tage ist Maximum, mehr geht nicht, ich will die jetzt aber mal 2 Tage ab jetzt ausleihen und dann kann ich die mal renten, solange halt diese Terminals hier stehen. Diese Terminals hier werden noch die nächsten 2 Tage, schrägstrich 3 Tage hier stehen, das heißt 3 Tage lang könnt ihr sämtliche Schiffe, alle, jedes, überhaupt alle, ich glaube alle, oder? 890 Jump auch, ne, alle... Ich glaube, alles. Ich guck mal kurz nach, ob die wirklich ganz großen Dinger auch dabei sind. Ja, ist wirklich alles dabei. Centurion, Garak, Esperia. Hier, wir können ja mal bei den... Hier, die Prowler, die Talon. Ja, also auch die Alien-Schiffe. Da ist wirklich alles dabei. Da könnt ihr ausleihen bis zum Erbrechen. Und könnt alles fliegen, inklusive der... 890 Jump, die hier irgendwo rumgammeln muss, die ich gerade nicht sehe. Da ist er inklusive des großen Riesenpottes und alles für lau. Und dann könnt ihr mal 2 Tage da mit den Dicken machen und sagen, ich hab mal auf der Messe mal ein Schiff für 1300 Euro gekauft. Weiß ja keiner, dass das ja nicht gemacht hat. Ja, das war so die Messe und jetzt gucken wir nochmal auf die Homepage kurz drauf. Und da können wir uns ja mal die ganze Geschichte angucken. Auf der Homepage, da wird in der Tat dann nochmal hier da wird hier gerade nochmal gezeigt hier, die 4 Schiffchen im Flug, alle wunderhübsch, alle wunderschön. Ja, da haben wir auch nochmal die, da war die Scorpius gerade, sehr cool. Darunter kann man mal gucken, kann man das Ding kaufen hier? Sind sie ihr besten Showwinners? Das ist ja, for display in your ship or hab. Cool, das heißt... Ich habe da auch noch was als Carrick-Owner sowas gekriegt, wenn ich die Carrick, da die Carrick ja gewonnen hat. Gucken wir gleich mal nach, ob ich so eine Statuette hier gekriegt habe. So, und darunter, da sind dann nochmal die 4 besten Show-Schiffe zu kaufen. Kann man im Moment sowieso überall kaufen, weil es ist ja Messe. Dann kann man hier die Best in Show als Complete Pack, warum man das machen sollte, weiß ich nicht, aber kann man als Complete Pack kaufen. Und dann haben wir hier diese Skins, die wir da gerade gesehen haben. Und falls man die permanent behalten will und sagt, oh, nicht bis zum nächsten Charakter-Reset, kann man sich die auch für... Was ist das? Achso, das sind alle trotzdem... Also, das ist herbe. Und das ist schon herbe. Kann man machen, muss man aber nicht. Stattdessen kann man sich lieber eine Nomad kaufen. Statt 4 Anzüge. Man kann ja eh nur einen gleichzeitig tragen. Okay, aber das ist nur meine Meinung. Ja, und die dazugehörigen eingefärbten Waffen kann man sich da auch antun. Und jetzt gucken wir mal, habe ich tatsächlich so ein, habe ich in meinem Hangar, da ich guck mal in meinen Hangar rein, habe ich so ein Best-in-Show-Gedöns gekriegt? Nee. Was ist denn jetzt los? Also, Gamepad ist all. Kann natürlich sein, dass ich das trotzdem habe. Wir können ja mal kurz gucken hier. Hangar Decorations. Zack. Haben wir es da irgendwo? Nee, sieht nicht so aus. Vielleicht habe ich das aber auch. Das wissen wir nicht. So, jetzt gehen wir nochmal hier hin zurück und machen zum Abschluss so eine kleine Forenschau. Und dann sage ich euch meine Entscheidung zur Galaxy. Es war eine harte Entscheidung. Es war eine 24 Stunden genau drüber Nachdenkentscheidung. So, gucken wir mal ins Spektrum. Und dann zeige ich euch mal hier das... General Spektrum. So, und ich habe ja gestern schon gesagt, dass, wir wollen jetzt ein kleines Fazit machen. Sagen wir mal, die ersten Tage der Messe waren, ich würde sagen, voller Erfolg. Die ersten Tage der Messe waren, ich
mache nochmal kurz Folgendes. Die erste Tage der Messe waren, die war Drake mit der Cutter und mit der Corsair. Beide flugfertig. Irgendwann zwei, drei Tage später kam dann hier die kleine Pisces Rescue. Und ich würde sagen, das war auch ein Erfolg. Also diese drei Schiffe, würde ich mal sagen, waren ein Erfolg. Da hat kaum jemand drüber gemeckert. Und ja, demzufolge, wir können ja mal gucken, das hier müssten noch die Nachwehen der Corsair und der Cutter sein. Es ging da hier auch ziemlich nach oben. Kann man hier so ein bisschen zur Seite scrollen? Nee, kann man nicht. Also hier die Corsair und die Cutter, die Nachwehen, die waren auch ein relativ hoher Wert. Wir können ja mal in die vergangene Woche gehen. In der vergangenen Woche waren es ja so 5 Mille. Ne? Die derzeitige Woche läuft ja noch. Und dann gab es nochmal so einen kleinen Huppel, das war, glaube ich, das dürfte die Medical Pisces gewesen sein. Vielleicht auch das ein oder andere Schiff, ja, aber ich interpretiere das jetzt mal so. Ja, also es gab hier einen großen Huppel für die Corsair, die wollten, glaube ich, viele haben. Naja, und dann gab es hierbei, dann war erstmal eine Weile Ruhe. Und dann gab es hier einen Riesenhuppel und dieser Riesenhuppel, der ist natürlich hier RSI, die Galaxy. Also man kann sagen, durchaus Galaxy ein Erfolg vom Geld her und die Corsair und die Cutter, glaube ich, auch. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wer den größeren Huppel abgekriegt hat, aber die Corsair, die vier Schiffe, die da gekommen sind, die waren definitiv ein Erfolg. So, jetzt gehen wir mal zurück zum Forum und gucken da mal rein und gucken mal, was da so steht. Da steht, nothing will change. Und dann steht, where is Squadron 42? Und dann steht da, no LTE Modules, no Base Cargo. Was haben wir da noch? As much as I can't buy the RSI Galaxy, on principle, I can't. Also ich möchte sie zwar haben, aber ich kaufe sie nicht. So. Und das geht hier halt weiter, ne? Das geht hier halt weiter und sagen wir mal so, RSI Galaxy, CCU2 named Variants. Also es wird eine Menge über die Galaxy gemeckert und zwar wird nicht über das Schiff gemeckert. Das Schiff ist eigentlich ein super Schiff, habe ich eigentlich schon mal gesagt und ich glaube, da sind sich die meisten weitgehend auch einig, einige mosern rum, dass da etwas nicht ausgegoren ist und dass da ein paar Konzepte fehlen und dass sie mehr Infos brauchen, aber das ist halt, und dass da falsche Informationen in der Broschüre waren. Wir haben ja darüber geredet, dass da steht XS-Hangar, es scheint aber kein XS-Hangar, sondern ein XXS-Hangar zu sein. Also es meckert eigentlich kaum einer direkt über das Schiff, sondern, wie ich schon angedeutet habe, die Leute meckern zu einem sehr großen Teil über den sogenannten Backlog, also das heißt, die irrsinnig lange Liste, das sind alles hier Meckersret, ja, also hier Low on Cash, want 380 Euro Carrack, dann kauft man sich einfach quasi eine Base Galaxy, da ist ja der Carrack der Loner, und ja, also die Leute meckern weniger über das Schiff, sie meckern darüber, dass es ein weiteres Großschiff ist, in einer langen, langen, langen Reihe von, haben wir da irgendwo diese Liste, in einer langen Reihe von nicht fertiggestellten Schiffen, auf die schon sehr, sehr lange gewartet wird. Haben wir das hier? Ist es embarrassing? Haben wir das da drinnen? Nee. Also wie gesagt, sie meckern sich da fröhlich, fröhlich einen ab. Und ich komme nicht umhin, habe ich ja auch schon in der letzten Folge gesagt, es so ein kleines bisschen zu verstehen oder beide Seiten zu verstehen. Da wird weiter gemeckert, ne? Weil, wie gesagt, also dass viele Schiffe in der Warteschlange sind und noch lange, lange nicht fertig sind, das ist natürlich ärgerlich und die Leute wollen das Ding haben. Und die Leute sind es so langsam satt, weitere Konzeptschiffe zu kaufen. In dem Falle muss man sagen, dann tut's doch nicht. Und auf ein weiteres Konzeptschiff zu warten. Wie gesagt, das sind hier alles Meckersrets, kann man sich alles angucken. Worst Carrack, bla bla. Und dieses ganze Gemecker, wie gesagt, das bezieht sich darauf, dass es schon so viele Schiffe in der Konzeptphase gibt, die schon teilweise, da muss man ja wirklich sagen, teilweise 6, 7, 8 Jahre in der Konzeptphase sind und immer noch nicht fertig sind. Ich weiß gar nicht, wie lange die BMM zum Beispiel das und ja, also lange Rede, kurzer Sinn, die Galaxy würde ich nicht sagen, dass es ein voller Erfolg war.
Ich würde sagen, hier wäre mehr rauszuholen gewesen. 3,3 Millionen ist immer noch imposant, aber da wäre mehr rauszuholen gewesen, wenn es nicht diesen massiven Kritikschwall gegeben hätte. Also das ist die erste Geschichte. Die zweite Geschichte, ich habe ja gesagt, ich finde das Schiff persönlich cool und habe mir gesagt, ich werde mir wahrscheinlich so ein Ding in den Hangar stellen und bin dann aber in den 24 Stunden, auch dank meiner Community und da, dank vieler Ratschläge auf Discord, um hingekommen zu sagen, brauche ich eine Galaxy? Und da habe ich mir gesagt, eigentlich nicht. Oder ihr habt mir geholfen zu sagen, eigentlich nicht. Weil, sind wir ehrlich, eine Galaxy Cargo, die Rolle kann zum Beispiel eine Carrack oder eine Caterpillar übernehmen. Nehmen wir mal die Carrack, das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, ist auch die Argumentation im Forum. Ich finde das eine sehr gute Argumentation. Die Carrack hat knapp 500 Laderaum, die hat nicht 575 wie die Galaxy, ein bisschen weniger, aber das ist gar nicht so wild, denke ich mal, weil sie hat zusätzlich, ohne dass er ein Modul austauschen muss, auch noch ein Tier 1 Medbett, Quatsch, zwei Tier 1 Medbeds und ein Tier 3 Medbed, also mit Respawn-Fähigkeiten. Also hat quasi das kleine Hospital, das Mini-Hospital quasi für Lau noch dazu, obwohl sie Cargo hat. Hat dann noch den Hangar, kann also auch eine Medical Pisces beherbergen. Also das heißt, die Carrack übernimmt quasi zwei Teile der Galaxy auf einmal und ist darüber hinaus ein recht cooles Schiff, muss man sagen. Und kann nebenbei noch Aufklärung betreiben, hat einen Scanning-Raum, hat einen Probe-Raum und so weiter. Also im Prinzip ist das eine extrem gute Doppelgalaxie und sind wir mal ehrlich, die Raffinerie, naja, dafür müsste ich ein begeisterter Miner sein und begeisterter Miner, naja, ihr könnt ja mal meine Mining-Videos zählen und die dann im Verhältnis zu den anderen Videos in Star Citizen. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich dann dagegen entschieden und gesagt, komm, muss nicht sein, brauchst du nicht. Und alle Schiffe, die Carrack kannst du zum Beispiel fliegen und andere Schiffe kannst du auch fliegen. Die Galaxy kannst du bis auf wahrscheinlich lange Zeit nicht fliegen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich so der vorsichtigen Forenmeinung angeschlossen, habe gesagt, komm, brauchst du nicht. Muss jetzt nicht sein. Soll mal erstmal was kommen. Wie gesagt, wäre die Situation eine andere, dann wäre dieser Peak meiner Meinung nach größer ausgefallen. Vielleicht wird er auch noch ein bisschen größer. Ich glaube, oder? Der Tag ist zu Ende, ne? Ja, der, zumindest in den USA ist der Tag zu Ende. Ne, stimmt nicht. Der 27. ist noch nicht zu Ende. Aber ich denke mal, der 26., wo der große Verkauf war, ist zu Ende. Und ich würde sagen, der Peak wäre größer ausgefallen, hätte es nicht so viel Unmut gegeben aufgrund dieser vielen Schiffe, die in der Warteschlange sitzen, der großen Schiffe, die in der Warteschlange sitzen. Wir reden nicht über die ganzen kleinen, die nachkommen. Wir reden über die großen Pötte und auch die mittelgroßen. Wir reden hier über einige Schiffe, die lange, lange, lange da waren und jetzt halt noch nicht da sind. Und die Leute, die wollen halt auch ein bisschen, wie ich sag da immer wieder, CIG, Zuckerbrot und Peitsche. Gebt ihnen etwas, seid etwas diplomatischer, gebt ihnen hin und wieder mal ein Schiffchen aus der großen Kategorie, auch wenn es dafür kein Game Loop gibt. Es gibt für die Reclaimer kein Game Loop, trotzdem meckert Redbeard nicht. Redbeard ist immer noch glücklich, oder Redbeard? Es gibt für die Starfarer noch kein Game Loop und sie gibt es schon ewig im Spiel. Und die Größenordnung, Reclaimer und Starfarer, die hauen hin mit der Galaxy zum Beispiel. Oder nehmt die 890 Jump. Es gibt keinen Game Loop für die 890 Jump. Sie ist drin. Die Leute sind glücklich. Die Leute wollen ein bisschen was haben und dann fallen diese Peaks größer aus, CNG. Meine Meinung. Nichtsdestotrotz fand ich die Messe geil. Hat Spaß gemacht. Und die Jax-Videos waren cool. Meine Empfehlung, guckt euch die Jax-Videos an. Die waren mal von einem ganz anderen Gesichtspunkt, nämlich Jax Odyssey durch Pyro. Fand ich cool, hat Spaß gemacht. Haben sie eine gute Idee gehabt. Die neuen Schiffe finde ich absolut genial, haben sie gut umgesetzt. Speziell die Corsair, schickes Ding. Steht bei mir jetzt auch im Hangar. Aber dafür, ja, Galaxy halt nicht. Wie gesagt, Begründung habt ihr gehört. Ja, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Zeit geht es weiter mit ein bisschen Star Citizen, sich im Verse umgucken. Wir warten alle gespannt auf 3.18. 3.18 ist auf dem Weg. 3.18 wird schon fleißig geleakt von den Avocados.
Und ja, ich bin guter Dinge, dass wir zumindest ein PTU in diesem Jahr kriegen. Ich denke mal nicht die volle Version 3.18, aber ein PTU, denke ich mal, werden wir sehen mit ein bisschen Salvaging und sowas. Und dann kriegt er über Weihnachten ein paar hübsche Videos dazu verballert. Jetzt ist aber erstmal Aufnahmestopp. Ich sage danke fürs Zusehen. Ich hoffe, die Messe hat euch gefallen. Was ist das hier? Das sind die ganzen Founding Goals. Und wir sehen uns wieder im nächsten Star Citizen Video. Bis dann denn, euer Mr. Fleck. Tschüssi!